Ist das Funlibi? Oh mein Gott, ich hab so Bock, Funlibi zu besuchen. Cool, Mama, Papa, danke, dass wir Funlibi besuchen. Oh mein Gott, ist das schön hier. Oh, Freunde, hallo, hier zum Sandbox-Mode. Brillibi ist wieder da, Funlibi ist wieder im Aufbau. Natürlich im Aufbau. Bis das hier mal fertig ist, glaube ich, gehen mindestens noch 100 Folgen. Mindestens. Ich glaube noch viel mehr. Aber irgendwann wird wahrscheinlich jeder Rechner den Geist aufgeben, weil ich ja bekanntlich dafür bekannt bin, viel zu viele Teile zu verwenden. Leute, ich habe es versucht, an diesem Gebäude heute ein bisschen zu verbessern. Ob das irgendwie geklappt hat, wir werden sehen. Wohl eher nicht. Wobei, doch, ich kann schon mal spoilern, es hat eigentlich geklappt bis zum Dach. Das Dach brauchte natürlich wieder mehr Teile, aber dadurch, dass ja jetzt auch das neue Update kam, letzte Woche, ist auch die Performance deutlich verbessert worden, wie ich gemerkt habe, was natürlich den vielen Teilen zugutekommt. Wie viel es letztendlich dann werden können ohne großartige Einbußen in der Performance, ist natürlich die Frage, aber ich hoffe, dass ich ein bisschen, ein paar mehr Teile verwenden kann. Das wäre schon mal schön. Leute, worum geht's heute? Heute geht's weiter um die Main Street. Die muss natürlich weiter wachsen. Und hier vorne auf der Ecke muss natürlich ein opulentes Gebäude stehen, welches den Park ein wenig repräsentiert. Und ja, ich habe versucht, ein Gebäude zu entwickeln, eine Art Hotel. Wird das wahrscheinlich. Bin mir aber noch nicht sicher. Könnte auch ein Bürogebäude werden, natürlich. Und das ist alles eine Fassade. I am not sure. Jedenfalls habe ich gesucht nach Main Streets und habe mir die mal so ein bisschen angeguckt. Und wo bin ich fündig geworden? Natürlich im Phantasialand, meinem Heimatpark quasi. Und dieses Main Street-Gebäude wurde dementsprechend ein wenig entwickelt. Nämlich diese beiden Türme hier, die ich gerade baue, die sind auch im Phantasialand, beziehungsweise sind eigentlich keine Türme, sind eher Erker, die in einen Turm übergehen, sagen wir mal so. Und das Phantasialand-Gebäude hat auch keine Arkaden darunter, so wie das jetzt hier ist. Somit ist es natürlich ein bisschen differenziert, aber es ist ein Vorbild. Ich hatte mir das öfter mal angeguckt zwischendurch, alleine wegen den Erkern hier. Und als Vorbild diente mir also das Gebäude, welches im Phantasialand die Main Street eröffnet, auf der rechten Seite. Das, falls ihr das wissen wollt, könnt ihr euch ja mal angucken. In dieser Folge werdet ihr einige Fails sehen, die ich normalerweise immer rausschneide. Einfach nur mal, um zu zeigen, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so eine Folge aufzunehmen. Weil oft kommt halt, mach mal mehr Sandbox oder ist es zu kurz oder sonst irgendwie sowas. Leute, es ist halt mega viel Arbeit. Ich habe einen Fulltime-Job noch nebenbei, muss noch andere Let's Plays machen. Jetzt werden viele wieder sagen, ja, aber du musst die anderen Let's Plays ja nicht machen, kannst ja einfach nur Sandbox machen. Ja, Leute, aber ihr müsst auch an mich denken, vielleicht habe ich auch mal Bock, irgendwas anderes zu spielen. So einfach ist die Geschichte. Und deswegen einfach nur mal, um zu zeigen, dass das hier echt mega viel Arbeit hin und wieder sein kann. Manchmal hast du auch einen Flow. Manchmal bist du auch mittendrin in so einem Flow und kannst richtig gut bauen und es macht richtig Laune. Dann geht das natürlich was schneller, aber das ist nicht immer der Fall und dann dauert's wirklich lange. Und in dieser Folge werden wir so ein paar Epic Fails erleben, die wirklich, nicht so gut waren. Zum Beispiel hier, ja. Ich wollte natürlich irgendwie so einen kleinen Markise. Ist es eine Markise? Halt so ein kleines Sonnensegel. Oder wie auch immer, halt bauen. Und da habe ich erst diese riesen Holzdinger, die sind aber viel zu klobig. Da habe ich versucht, wieder mit meiner wunderbaren Spitzhacke zu arbeiten. Und das geht, Leute, es geht. Ich habe die Spitzhacke verwendet, um hier diese Holzstäbe diese Sonnendecks. Sonnendeck, was rede ich? Das ist am Schiff, Brilli, ey. Du laberst ja nur Mist. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Eine Markise. Eine kleine Markise. Markise hat für mich irgendwie so eine Konnotation, dass das mega riesig ist. Eine kleine Markise. Wahrscheinlich ist die Konnotation aber auch vollkommen falsch. Eine Markise muss nicht unbedingt groß sein. Halt so ein Sonnenschutz-Dings. Und dann habe ich hier so schwarze Balken hingemacht, weil das für mich in meiner Fantasie werden die eingefahren oder können eingefahren werden. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Deswegen habe ich so ein schwarzes Ding dahin gemacht, damit es so aussieht, als könnten die da reinfahren irgendwie. Natürlich ist das mit diesen Holzdingern ein bisschen umständlich, beziehungsweise nicht möglich, aber lassen wir da mal die Kirche im Dorf. Ja, die sind meistens ausgefahren einfach. Es sieht zumindest deutlich schöner aus, wenn da halt diese Sonnen,
Dinger dran sind, weil das dann einen größeren 3D-Effekt auf das Haus selber hat. Deswegen sind die auf jeden Fall drin. Da habe ich durch diese eine Strebe da versucht, diese, da waren ja noch so ein bisschen die Spitzhacken Zacken zu sehen und die musste ich natürlich verdecken, weshalb ich da so eine Stuckstrebe hingeömmelt habe, die das Ganze dann verdeckt. Die Erker, seht ihr, habt ihr unten gesehen, habe ich mit so, ja, mit diesen kleinen Mini-Ziegeln habe ich die verziert. Finde ich eigentlich ganz nice. Die habe ich in weiß einfach gemacht, mit diesem schwarzen Balken an den Ecken. Ist eine ganz schöne, ein ganz schöner Kontrast, wie ich finde, gerade in diesem Gebäude, welches ja sonst eigentlich sehr, sehr, an sich ist dieses Gebäude sehr, sehr klobig. Ich habe es aber versucht, so aussehen zu lassen, dass es eben dies nicht ist. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Aber wir werden es vielleicht, also es ist noch nicht hundertprozentig fertig jetzt am Ende der Folge, aber der Hauptteil, sagen wir mal, ist schon getan. Also man kann erahnen, wo es hingeht. Ja? Und das ist doch schon mal etwas, worauf man aufbauen kann. Ja, oder? Ja, ich glaube schon. Liebe Freunde hier, ist das hier Planet Coaster, Brilli? Ja? Ist das Planet Coaster? Schön, haben wir Bock drauf. Ja? Gucken wir uns an. Gucken wir mal, was du so machst hier. Planet Coaster ist doch ein ganz nettes Spielchen. Ja? Machst du so Freizeitpark oder was? Baut man den selber oder wie? Also, man kann echt alles bauen? Wirklich? Meine Güte. Da sind wir mal gespannt. Was baust du denn hier? Was ist denn das für ein Haus hier? Ist das ein Haus? Soll das ein Hotel werden oder was? Main Street oder wie? Ja, natürlich, Freunde. Genau so ist das. Das wird ein schönes Main Street-Gebäude. Und ja, ich werde, wenn die Gebäude wirklich, bis jetzt ja wirklich noch, bis auf das Mühlhaus, glaube ich, das ist, glaube ich, soweit wirklich hundertprozentig fertig. Aber ansonsten ist wirklich noch kein Gebäude zu 100% fertiggestellt, weswegen ich die noch nicht in den Workshop stelle. Auf meinem Workshop-Account, Brillibee, übrigens bei Steam, gibt es bis jetzt nur das Kettenkarussell. Übrigens ein sehr schönes, tolles Kettenkarussell. Also, wenn ihr euch das in den Park stellt, wäre ich doch sehr, sehr froh. Aber bald, glaube ich, habe ich Munkel gehört, wird mein Account, mein Steam-Account, doch mehr zu bieten haben als nur dieses Kettenkarussell. So, zweite Etage, Leute. Das Ganze muss nach oben wachsen. Natürlich kommen aber noch ein paar Feinheiten noch an dieses Haus. Auch am Ende der Folge sind noch weitere Feinheiten natürlich vorhanden. Aber selbst die reichen noch nicht aus, um zu sagen, dass das Gebäude fertig ist. Also da kommt noch einiges mehr dazu. Vor allen Dingen sind hier und da noch ein paar Wände ein bisschen kahl, wie ich finde. Wobei man darauf achten muss, wie gesagt, aber Teile ist natürlich eine Sache. Und eine andere Sache ist natürlich, dass es auch nicht zu überladen sei. Ich habe in der letzten Folge gesagt, es muss überall was zu sehen sein in einem Park. Ja, aber es darf jetzt zum Beispiel nicht komplett überladen sein, weil dann sieht es auch ein bisschen dämlich aus. So. Ja, jetzt habt ihr hier gesehen, wie ich die Türme hochgezogen habe und die Wände und so. Einiges kopiert. Und das ist natürlich dann hier auch das Ende des Gebäudes, also ne, von der Höhe her. Natürlich kommen noch Dächer drauf und so, aber dann war es das auch. So, hier erstmal dieses ja, normale Dach, was man im Planet Coaster halt bauen kann. Da ist dann immer die Frage, weil auf die Türme kann dieses Dach ja nicht. Das heißt, auf das Dach, die Türme, die muss ich entweder, da gibt es nur so vorgefertigte komische Dinger, die aussehen, als wären wir in Moskau. Die sehen scheiße aus, die möchte ich auf keinen Fall. Das bedeutet, für die Türme muss ich ein eigenes Dach bauen. Und das ist natürlich dann wieder in Kontrast zu den Fertigdächern hier. Das sieht halt komplett anders aus. Deswegen muss man halt sehen, dass man es farblich zumindest aufeinander abstimmt. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das Einzige, was du machen kannst, ist es farblich aufeinander abstimmen. Weil diese Biberschwanz-Dinger, so heißt es ja, also diese Rundform der Ziegel, die kannst du halt nicht simulieren, weil es diese Dings nicht gibt. Es gibt kein Modul, was ungefähr so aussieht. Das ist halt das Problem. Das bedeutet, die selbstgemachten Dächer haben dann eher eine eckige Form, wohingegen halt dieses Hauptdach, welches ihr jetzt hier im Hintergrund seht, halt diese Biberschwanzform hat. Aber das, ne, mal Schwamm drüber, ganz ehrlich. Das ist nicht so auffällig. So, und jetzt habt ihr hier gleich einen Epic Fail. Moment. Ich so, ja, cool, machst jetzt hier ein eigenes Dach auf diesen Vorsprung hier, weil da passt natürlich auch nichts drauf, was vorgefertigt ist. Und dann werdet ihr jetzt gleich sehen, was so die Probleme sind, auf die man manchmal stößt. Da bist du total lange halt hier am Bauen, um am Ende halt wieder alles abzureißen. Spoiler-Alarm! Ja, so ist es halt. So ist es halt manchmal. Ja? Aber gut, immerhin hat es Spaß gemacht. So, ihr seht, übrigens habe ich, während ich das gebaut habe, jetzt habe ich versucht, das, du musst es ja vorne zumachen, habe ich es erstmal versucht mit einer Rundform, was aber auch nicht möglich ist.
weil du dann in das eine reinbaust und es einfach nur komisch aussieht. Und hinzu kommt noch, dass es nach hinten auch überhaupt nicht passt, wenn du diese Rundform machst. Und so passt es auch überhaupt nicht. Du kannst es nicht zumachen. Es ist unmöglich ohne kleine, noch kleinere Teile. Also das ist schon eines der kleinsten Teile, die man so verwenden kann. Das heißt, das ist quasi unmöglich. Zumindest ist mir keine Möglichkeit eingefallen, das vorne einigermaßen gut zuzumachen. Deswegen habe ich es jetzt erstmal, um zu sehen, wie es aussieht, habe ich es mal nach hinten verlängert. Und dann fiel mir auf, es ist sowieso nicht so geil, weil es sieht so ein bisschen orientalisch, chinesisch, asiatisch aus. Und deswegen habe ich dann den klassischen Giebel genommen. Ja? Klassische Giebelform, die hier eigentlich ganz schön passt, weil ja das Hauptdach auch giebelförmig ist. Also Brilli, warum nicht gleich so? Das ist das Problem. Normalerweise würde ich das jetzt rausschneiden und hätte direkt diese Giebelform gemacht. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass man halt echt lange an irgendwas sitzt, baut und dann merkt, ey, Kacke. Das ist ja Kacke. Das ist ja vollkommener Schwachsinn, Brilli. Brilli, du regst mich schon wieder auf. Ich gehe jetzt ernsthaft. Kein Bock mehr. Aber ich habe es natürlich dann eben neu gebaut und dann jetzt halt die richtige Version. Eben mit einem normalen Giebel. Ist doch auch was. Ist doch auch was. Ist doch schön. So, dann hinten natürlich abgedeckt. Ist da, die Tauben dürfen ja nicht einfach da in die Giebel, in den Dachboden fliegen. Das geht nicht. Und deswegen natürlich abgedeckt. So, hier hatte ich erst ein anderes Fenster, aber das sieht ja auch nicht aus. Deswegen dieselbe Fensterart dann auch hier hin. Ja, ich weiß, dass man durchaus diese ganzen Fenster noch viel weiter verzieren kann, indem man da noch richtig schön selber Rahmen drum macht und so weiter und so fort. Aber bei diesem Gebäude war jetzt wirklich mal mein Ziel, aus möglichst wenig Teilen möglichst viel zu machen, möglichst viel Individuelles. Und das habe ich bei dem Gebäude, also das war mein Hauptanliegen, weil ich halt, wie gesagt, versuchen will, mit Teilen zu sparen. Ja, ob mir das gelungen ist, man sieht es jetzt ja schon ein bisschen. Ich finde es eigentlich ganz nice. Also es soll wirklich so ein opulentes Teil werden. Jetzt wirklich hotelmäßig, dass das ein bisschen hotelmäßig aussieht. Aber ihr könnt euch ja selber, wie gesagt, wie immer, ja, ihr könnt euch ja selber einfach eine Meinung machen. Und am besten wäre es, für alle Beteiligten, sich nicht nur eine Meinung zu machen und diese im Hinterstübchen zu behalten, sondern diese Meinung kundzutun, nämlich als Kommentar auf meinem Kanal unter diesem Video. Und hinzu kommt noch, dass ihr auch, falls es euch gefällt, wenn nicht, auf keinen Fall, ich will hier niemanden nötigen, ein Video zu liken, welches einem nicht gefällt. Nein, wir wollen ja hier ehrlich bleiben. Mein Kanal, wie gesagt, besteht ja aus einem ehrlichen Creator, ich, und ehrlichen Leuten, die ihn schauen. Ihr, oder? Das ist doch klar. Und deswegen natürlich immer ehrlich sein, wenn euch das Video nicht gefällt, gib mir einen Daumen runter. Schreibt, ey Brilli, das ist scheiße, halt dein Maul, ich will's nicht mehr sehen. Lass Sandbox in Ruhe, spiel mal lieber FIFA. Dann werde ich sagen, nein, Freunde, ich spiele, was ich will, ja, und bestimmt nicht FIFA. Vor allen Dingen, weil ich richtig scheiße darin wäre. Naja, ihr wisst's, einfach mal Kommentar lassen, vielleicht ein Like, wenn's euch gefällt, oder eben, wenn ihr Kritik habt, dann gerne in konstruktiver Kritikformulierungen werde ich das annehmen und darauf reagieren. So, dann die Dächer der Türme. Die müssen natürlich gemacht werden. Und hier habe ich, glaube ich, einfach, weil ich weiß noch, dass das jetzt, was ihr jetzt seht, relativ spät aufgenommen wurde. Und ich glaube, ich war einfach sehr, sehr unkonzentriert bei der Sache. Weil ich habe jetzt hier, das seht ihr, gedreht und gemacht. Dachte, es ist perfekt. Nein, ist es nicht. Es sind einfach so zwei mega, mega große Kanten da drin. Und ich so, hey, woran liegt das denn jetzt? Ich habe es doch einfach um die eigene Achse gedreht. Es ist doch alles gleich gewesen. Woher kommen diese komischen Kanten in diesem Dach? Da seht ihr die? Richtig hässlich. Und ich rum am Probieren. Ich habe einfach, kann ich euch jetzt schon sagen, ihr werdet es sehen, ich habe nicht genau gearbeitet. Jetzt ist es einigermaßen genau, auch noch nicht 100%. Bei den Türmen am Eingang zum Beispiel hat es ja alles perfekt funktioniert direkt. Da habe ich mega genau gearbeitet. Hier habe ich anscheinend, das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe, nicht genau genug gearbeitet. Die Dinger waren nicht auf den Achsen, nicht hundertprozentig, nicht richtig gut austariert.
Und deswegen seht ihr jetzt hier ein bisschen rumgedrehe und gewurschtel. Aber letztendlich hat es dann einigermaßen geklappt. Dach kopiert. Und dann kann man das auch benutzen. Natürlich hier wieder die Dinge ausgewählt. Und jetzt werdet ihr jetzt auch wieder ein Fail sehen. Da habt ihr ihn gesehen. Ich habe irgendwo hingeklickt und dann war die Auswahl wieder weg. Also als kleinen Tipp. Wenn ihr eine Auswahl habt, die einigermaßen groß ist, dann macht's schon mit der Farbe, weil es ist immer das Risiko, dass ihr woanders hinklickt. Und dann ist die Auswahl weg. Da war's wieder. Habt ihr gesehen? Und wieder muss alles auswählen. Ey, am besten wirklich, wenn ihr wisst, dass ihr nicht mehr ganz so konzentriert seid, immer nur so 10 auswählen, die schon mal färben. Dann habt ihr die wenigstens schon mal gefärbt. Was ich gemacht habe, war einfach nur die Dinger dunkler gefärbt, damit das eben so ein bisschen echter aussieht, weil die Ziegeln können und dürfen nicht einfach alle gleich aussehen. Dann sieht das halt nicht so wunderbar aus, Brilli. Und dann wollte ich hier nochmal, ich weiß auch gar nicht, warum ich, es war wirklich spät offensichtlich, ich hätte einfach diesen Blumenkranz, hätte ich da einfach kopieren können, merke ich gerade. Aber ich habe ihn neu gebaut, vor allem dann erstmal falsch gebaut. Der war total schief und krumm. So ist das, ne? Wenn man denkt, ey Leute, kacke, ich muss noch unbedingt weiter an Fundibee arbeiten, obwohl es schon mega spät ist, aber sonst schaffe ich es nicht mehr. Da passiert sowas, Leute. So wichtig seid ihr mir, dass ich dann nachts, ach Gott. Ja, aber es macht natürlich auch Spaß. So, jetzt war er einigermaßen korrekt. Und dann, ich wollte die halt hier oben drauf machen, dachte, das sieht geil aus, bin mir aber jetzt gerade nicht mehr so sicher, tatsächlich. Und natürlich hier den Holzbalken dann noch dran gemacht, muss natürlich realistisch sein, die können ja nicht einfach schweben, ist ja Schwachsinn, die schweben ja nicht. Ich weiß nicht, vielleicht müssen die höher oder weg. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil irgendwie sieht es komisch aus. Vielleicht sind sie auch, ich weiß es noch nicht. Was meint ihr, was diese Dinger da oben? Wir sehen es ja gleich nochmal. Diesmal gibt es auch wieder ein schönes Outro, wo es ein bisschen langsamer zugeht. Was meint ihr? Sehen die Dinger gut aus? Soll ich die dran lassen oder soll ich die wegmachen? Ich bin mir noch nicht so 100%ig sicher. Aber dafür seid ihr ja da. Was sagt ihr, alten Parkkenner, ihr Spezies? Ha? Ja, da bin ich doch mal gespannt. So, dann kommen natürlich Blumenkästen hier dran. Ohne Blumenkästen geht mal absolut gar nichts. Das ist einfach, das sieht einfach, das Gebäude sah vorher, sagen wir, zu 80% schön aus. Wenn die Blumenkästen ran, die geben alleine nur die Blumenkästen bestimmt 10% Schönheit. Es ist einfach so. Blumenkästen sind einfach wunderbar. Überall. Immer. So, dann. Ein bisschen Beleuchtung muss natürlich schon mal im Gebäude gemacht werden. Die finale Beleuchtung überhaupt von der ganzen Main Street werde ich wahrscheinlich in einer Folge dann irgendwie machen. Oder was? Keine Ahnung, wie lange das dauert. Kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Aber nur mit diesen Lampen kannst du natürlich nicht arbeiten. Es muss natürlich auch noch Scheinwerfer montiert werden. Es muss alles noch farblich irgendwie abgestimmt werden. Das heißt, dieses ganze Lightning, ja, die Light Show, die in der Nacht stattfindet in meinem Park, die muss natürlich alles, das muss alles noch gemacht werden. Aber eins nach dem anderen. Erstmal den Rohbau hier so ein bisschen machen und schauen, dass das erstmal vonstatten geht. Ja, hier jetzt erstmal so ein paar Lampignons aufgehangen also. Hier seht ihr jetzt auch noch an den Türmen zum Beispiel, sind jetzt hier, wo die Lampe hängt gerade, ist ja noch nichts. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das, da will ich kein Fenster hin machen. An allen anderen Stellen sind ja mittlerweile Fenster, aber ein Fachwerk soll hier eigentlich auch nicht hin. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was an diese Wand kommt. Die soll natürlich nicht so kahl bleiben, das heißt, irgendwas muss da hin, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was. Und deswegen müssen wir natürlich sehen, dass ich da noch einen Einfall kriege. Und jetzt sind wir, ach wunderbar, wieder in der richtigen Zeit angelangt und schauen uns mal um, was wir denn bis jetzt gemacht haben. Eingangsgebäude, Eingangsbereich, natürlich hier das wunderbare Mühlhaus. Das ist, glaube ich, soweit komplett fertig. Wüsste nicht, was ich da noch großartig anders machen sollte. Natürlich kommt hier noch irgendwie was dran und so, wegtechnisch. Hier, da, das ist auch schon fertig, ne? Das schöne Tickethaus von hinten. Das übrigens finde ich wunderschön, tatsächlich. Oder? Das sieht von hinten mit diesem Weg auch. Oh, ganz gute Idee, Brilli. Oh, ganz gute Idee. Unser Erkerhaus hier mit dem mit der Kurve. Auch ein schönes Kurvenhaus, wie ich finde. Ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Und vorher denke ich mir, und natürlich jetzt das opulente Hotelgebäude. Sieht doch eigentlich schon mal ganz schön aus. Natürlich fehlen hier und da noch ein paar Sachen. Aber, oder? Also, ist doch ganz hübsch geworden, finde ich. Aber wie gesagt, oben die beiden Dinger. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, tatsächlich. So, und dann wollte ich mal natürlich auch mal gucken, wie es nachts aussieht, liebe Freunde. Und das, ja, es ist nichts großartig Besonderes, weil ich halt wirklich noch
überhaupt keine Leuchten, Strahler oder sonst irgendwie in bunt oder so habe. Das soll natürlich alles noch ein bisschen eingefärbt werden. Bis jetzt hat alles die gleiche Farbe. Ne? Es sind ja bis jetzt eigentlich nur die Lampen, die ich verwendet habe. Von daher ist das alles noch so ein bisschen gleich. Aber, Leute, es wächst, oder? Es wächst. Und jetzt ist das schon mal ein richtig schönes, opulentes Gebäude auf der rechten Eingangsecke, beziehungsweise auf der rechten Mainstream-Ecke. Und hier vorne kommt noch der Biergarten hin, der wird natürlich auch noch ausgefeilt. Ach, Freunde, ich merke, das Video geht zu Ende. Ich bedanke mich bei euch. Macht's gut!